Ja, meine Damen und Herren, ein aufregender Tag. Staatsfeind Nummer 1, Martin Sellner, wird gejagt von Fässers Stasi. Sie wollte ein Einreiseverbot gegen ihn erwirken, weil er ein ganz, ganz böser Mensch ist. Dabei wird seine Güte ja schon dadurch bewiesen, dass er regelmäßiger Kolumnist und Kommentator von Kompakt und Kompakt TV ist. Und er geht heute in die zweite Runde gegen Nancy Faeser. Sie sehen es hier auf dem Bildschirm, Runde 2, und es steht 1:0 Sellner gegen Faeser. Warum steht es 1:0? Ende Januar kam die Innenministerin mit dem Rechtsbruch daher, ja, ihm Einreisesperre aufzuerlegen. Und dann hat der Martin aber sich ins Auto gesetzt und ist nach Passau gefahren zum Kaffee trinken. Und seltsamerweise wurde er da nicht aufgehalten und war in Deutschland. Ja. Dann hieß es, ja, wie kann das sein? Es gibt doch eine Einreisesperre, ein Einreiseverbot. Stellt sich raus, das gab es noch gar nicht. Das wurde dann aber verhängt von der Stadt Potsdam oder beantragt von der Stadt Potsdam. Und die Entscheidung des Gerichts soll am heutigen Freitag, 23. Februar, ja, fallen. Ja. Und die letzte Möglichkeit, bevor dieses Urteil fällt, war eben der Grenzübertritt aktuell. Ja. Und du hast die genaueren Informationen, wie, ja, er das gedreht hat. Also der Verfahrensgang im Falle des Einreiseverbots, den habe ich auch hier von seinem Rechtsanwalt Mandic. Und es gab, das hast du eben schon erwähnt, vom Verwaltungsgericht Potsdam dann einen Eilantrag auf Unterlassung. Ja? Und schließlich durfte er dann doch einreisen und die Bundespolizei behauptete plötzlich, sie habe ihm die Einreise nie verweigern wollen. Zuständig sei allein die Ausländerbehörde. Ja, da hat es also der eine auf den anderen geschoben. Und also wie gesagt, die angebliche Einreisesperre habe es nie gegeben. So. Wie es zu solchen Aussagen kam und warum gegenüber den Medien etwas anderes behauptet wurde, wurde nie geklärt. Und das Verwaltungsgericht Potsdam lehnte daher am 12. Februar den Eilantrag ab, da aufgrund der Leugnungen der Bundespolizei keine zukünftigen Maßnahmen erkennbar waren. So, dann hat die Ausländerbehörde Potsdam medienwirksam angekündigt, Martin Sellner, wir dürfen jetzt hier in der unzensierten Fassung den Namen sagen, im Rahmen der Feststellung des Verlustes des Freizügigkeitsrechts die Einreise zu verweigern. So. Ich überspringe jetzt mal die Begründungen. Und dieser Bescheid wirft Martin Sellner vor, die demokratische Grundordnung beseitigen zu wollen und ordnet deshalb sogar die sofortige Vollziehung an. Also, dass er wirklich nicht einreisen darf. So, das war's. Und die Frist läuft heute ab. Und deswegen ist er heute über die Grenze gekommen. Aber nicht, wie angekündigt, über Passau, sondern über Tschechien. Ja, er hat Videos gepostet, wie er in, ja, Passau über die Grenze geht. Er hat einen Plan gebracht, wie seine Route sein, ja, wird. Aber natürlich hat er es völlig anders gemacht. Und das sehen wir uns jetzt an. Unser Reporter Paul Klemm vor Ort beim Grenzübertritt gestern Nacht, ja, von Martin Sellner. Liebe Zuschauer, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo an der deutsch-tschechischen Grenze und Sie werden es nicht glauben, wir sind unter die Flüchtlingshelfer gegangen. Es geht nämlich darum, dass wir heute einen politisch Verfolgten bei der Einreise nach Deutschland begleiten wollen. Sie kennen ihn alle, ein junger Mann aus Österreich, den Nancy Faeser gerne abgeschoben sehen würde, der aber morgen in Deutschland auftreten will, im Zentrum Chemnitz. Und er hat mir gerade seinen Standort geschickt. Er müsste bald hier sein und wir wollen ihn hier auch jetzt treffen. Gleich müsste er da sein. Da ist er. Martin, grüß dich. Servus, Paul, grüß dich. Ja, ich habe ein bisschen hier guter Ort zum Treffen. Ja. Ja. Aber sind wir schon in Deutschland hier? Ja, du hast es geschafft. Ach, in geil, genial. Herzlich genial. Willkommen, grüß dich, in der Bundesrepublik, ja, Deutschland. Ja. War ein wilder Ritt jetzt noch im Wald, ja, aber richtig gut bewacht ist die Grenze nicht, muss ich zugeben. Okay, okay. Also hat es leichtes Spiel hier? Eigentlich ja, kein Problem. War ziemlich nass und feucht, aber während ich jetzt nächtlich, ich glaube Erzgebirge ist es hier, oder? Genau, ja.
ja, durchs Erzgebirge gegangen bin, regnet auch ein bisschen, bereitet sich die Polizei gerade darauf vor, mich in ca. 13, 14 Stunden im Pass an der Grenze aufzuhalten. Also du hast da schon eine Finte abgelassen, du machst einen Livestream aus Passau, bist aber in Wahrheit hier im Erzgebirge unterwegs. Ja, ich werde schon morgen Würzfleisch und Soljankern essen, ja, dann gemütlich in Chemnitz. Während die mich alle an der Südgrenze warten, bin ich eigentlich hier über den Osten durchgestoßen. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen eine Verhöhnung. Hm. Verhöhnung ist jetzt gefährlich wegen Phaser, gell? Wahrscheinlich, ja. Eine Verhöhnung dieser absurden Repression, die da ausgelassen wird. Einreisesperren, Ausreisesperren. Ich möchte den Leuten zeigen, sie können weder die Idee der Remigration aufhalten, noch mich als Person. Mhm. Die Frage ist, also ist das wirklich nötig? Weil offiziell gibt es da ein Einreiseverbot für dich? Noch nicht, kein formelles. Aber ja, das könnte ab übermorgen da sein. Okay. Weil die Stadt Potsdam hat mir so ein 30-seitiges Konvolut geschickt, um mir zu erklären, warum ich angeblich eine Gefahr für die Bundesrepublik bin, für die öffentliche Ordnung. Die wollen eine Einreisesperre für ganz Deutschland erwirken gegen mich. Und zwar für 3 Jahre, das wird normal so gegen Schwerverbrecher gemacht, hat mein Anwalt Manic gesagt. Und bis morgen läuft die Frist zum Einspruch. Aber dazu könnte jederzeit an der Grenze, wenn die Polizei mich aufgreift, eine akute Einreiseverweigerung ausgesprochen werden. Okay. Aus dem Grund komme ich auch durch diesen Hügel, durch den Wald, ja, und bin sehr froh, dass ich euch hier getroffen habe. Also richtig genial, dass ihr mich abholt. Kein Problem. Und euch als Fluchthelfer betätigt, mich nach Chemnitz weiterbringt. Ja, da vorne ist der Fluchtwagen, da können wir jetzt hingehen und dann einsteigen und du hast es geschafft. Also ich freue mich, schon auf eine warme Soljanka, einen guten Tee. Ja. Richtig genial. Steht alles schon bereit. Spiegel TV hat ja gefragt, ob sie live dabei sein dürfen, aber natürlich, wenn jemand mitkommt, dann Kompakt TV. Sehr gut, so muss es sein. So, ich nehme meine Tasche mal vorne rein. Achtung, ein Gatschik hier. Ja. So. Uff. Danke fürs Autofahren, gell? Danke fürs Herkommen. Optimal! Wir sehen uns in Chemnitz. Ja, und gleich sehen wir uns noch an, was heute Abend in Chemnitz passiert. Martin Sellner hat es jetzt nach Chemnitz geschafft, trotz der Debatte über ein Einreiseverbot gegen ihn. Jetzt spricht er hier vor dem Identitären Zentrum in Chemnitz. Viele Leute hören ihm zu. Man sieht, es gibt ein großes Polizeiaufgebot und die Antifa hat sie natürlich auch eingefunden. Aber ihre Sprechchöre werden übertönt von den Sprechchören der Patrioten hier, die schon gerufen haben: Festung, Europa, macht die Grenzen dicht. Wie war der Protest und wie war der Gegenprotest? Also unsere Refugee Welcome Party war großartig. Ich gehe da raus aus dem Zentrum und auf einmal geht ein Regen an Kuscheltieren auf mich los. Ja, ich habe schon wirklich Angst gehabt. Der da wird adoptiert. Hier wird sich jemand zu Hause sehr darüber freuen. Der Gegenprotest war harmlos, lächerlich klein, aber tatsächlich habe ich jetzt gehört von Teilnehmern, dass sie durch 4 Polizeisperren durch mussten, um herzukommen. Also jeder Einzelne, der es geschafft hat über diesen Spießrutenlauf, regt mir Respekt ab und ich bin den Leuten dankbar, denn heute, nach der Anzeige von Phaser, sich mit dem Staatsfeind Nummer 1 zu treffen oder mir zuzuhören, das ist beeindruckend. Also ich bin beeindruckt und ich bin dankbar für diesen schönen Abend. Ja, meine Damen und Herren, das ist der Held der Jugend, Martin Sellner aus Österreich. Vom Volk geliebt, vom Regime gehasst. Er ist im Zentrum der Hetzkampagne, die seit Anfang des Jahres durch das Land rollt. Aber wir Kompakten Kompakt TV stehen zu diesem mutigen Menschen, denn man darf niemanden hängen lassen, vor allem nicht einen, der solche Verdienste für unser Volk, unsere Heimat hat. Kompakt bringt eine Sonderedition heraus, Edition Sellner, Geheimplan, was ich wirklich will. In dieser Edition sind die besten Texte von Sellner im Original versammelt und vor allem der komplette Text seiner sogenannten Geheimrede aus Potsdam im Original, sodass Sie sich selbst ein Bild machen können, ob die Hetze über diesen Mann stimmt oder nicht. Ein unverzichtbares Zeitdokument.
Die Welt hat geschrieben, ich zitiere, wer den eigentlichen Plan der neuen Rechten verstehen will, muss die Schriften ihres Strategen Martin Sellner studieren. Wir bleiben hier am Ball auf diesem Kanal und natürlich auf Kompakt TV.